In einem Jahr ist es bitterkalt, im anderen brechend heiß. Mittlerweile sind starke Wetterwechsel normal. Liegt das am Klimawandel? Warum gibt es dann Klimawandelkritiker? Der wohl berühmteste ist der US-Präsident Donald Trump und spottet auf Twitter regelmäßig darüber. Das Konzept der Erderwärmung wurde von den Chinesen erschaffen, um die USA wettbewerbsunfähig zu machen. Es gibt Menschen, die daran glauben und manche eben nicht. Aber viele Bilder zeigen die katastrophalen Folgen. Wir haben uns ein Meinungsbild auf der Straße geholt. Ja, ich glaube daran. Also die Zeichen deuten darauf hin. Und ich glaube, es gibt genug Experten, die sagen, dass es tatsächlich angeht. Das ist ja ganz offensichtlich, der Klimawandel. Also es ist auch zu spüren, das sind nicht nur die Gletscher, die abschmelzen, sondern der warme Sommer, die Wasserknappheit, die wir brauchen. Das Klima wandelt sich. Da sind sich die meisten einig. Auch die Forscherin Maike Runau. Auf dem Gebiet der theoretischen Ozeanographie erforscht sie, wie der Mensch den Klimawandel selbst verursacht hat. Also indem er angefangen hat, industriell Produkte herzustellen und damit Kohle abzubauen, Kohle zu verbrennen und Autos zu nutzen. Damit hat der Mensch natürlich sehr stark zum Klimawandel beigetragen, weil so wie die Temperatur im Moment steigt, haben wir das sonst bisher noch nicht gesehen in den Aufzeichnungen. Wir werden die Vorschriften stoppen, die die Existenz und Zukunft unserer großartigen Kohlebergmänner gefährdet. Würden Sie sagen, dass wir Kohle- und Atomkraftwerke brauchen? Nein, wir brauchen sie nicht. Es gibt jetzt so einen Übergang und es macht total Sinn, auf regenerative Energien umzusteigen. Atomkraftwerke denke ich mal nicht. Bei Kohlekraftwerken bin ich mir nicht sicher. Die Experten sagen, dass der Kohleabbau mit zum Klimawandel beiträgt. Wäre es nicht an der Zeit, das Netz der erneuerbaren Energien auszubauen? Noch ist es nicht so stark ausgebaut, dieses Netz, wie es sein müsste. Und natürlich sind auch noch nicht alle Länder auf der Welt gleich weit. Deutschland hat da vor ein paar Jahren ja sehr zeitig angefangen zu sagen, sie setzen auf erneuerbare Energien, auch wenn es noch nicht ganz umgesetzt wurde. Aber sehr andere Länder, wenn man die USA als Beispiel nimmt, die produzieren noch nicht so viel oder bauen gerade ja auch zurück auf Kohle. Es schneit über 4 Meter in dem vergangenen Wochenende in New York City. Es ist immer noch Oktober. So viel zur globalen Erderwärmung. Das Schlimmste ist wohl, dass wir in Deutschland die Auswirkungen mit zuletzt zu spüren bekommen, obwohl wir zu der Entwicklung sehr stark dazu beigetragen haben. Natürlich gibt es Regionen auf der Welt, die sehr große Probleme haben mit Temperaturanstieg, wenn man an afrikanische Länder denkt, die viel mehr Dürreperioden haben. Das ist eine Folge des Klimawandels. Es kann aber auch viel stärkere Regenfälle geben. Das sind auch Folgen. Natürlich der Meeresspiegelanstieg dadurch, dass die Gletscher schmelzen. Der frühere Außenminister John Kerry hat den Klimawandel mit der gefährlichsten Waffe der Welt verglichen. Lächerlich. Während Trump weiter wettert und über den Klimawandel spottet, steigt die Angst bei denen, die von den negativen Folgen betroffen sind. Und was kann der einzelne Bürger tun, um die Umwelt zu schützen? Von mir aus gerne die Autos abschaffen. Ich habe mein Auto schon abgeschafft. Aber das geht natürlich nicht für alle, aber alle, denen das möglich ist, die sollten darüber nachdenken, ob es möglich ist, die Autos. Also ich denke mal, dass zum Beispiel die Kreuzfahrtschiffe hier im Hamburger Hafen mal irgendwie sauberer werden sollten, weil die stoßen Abgase aus, da kann diese gar nicht mithalten. Ansonsten Abschaffung der Atomkraftwerke und jeder muss in seinem Bereich sehen, dass er das hinkriegt. Weniger Autofahren, mehr Bahnfahren, mehr Fahrradfahren vielleicht. Weniger Autofahren, ganz das, was man auch als erstes denkt, mehr Fahrradfahren, öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Nicht so viel und weit in den Urlaub fliegen, umso bei jeder Flug in die USA oder nach Australien. Das ist ganz viel Öl, das verbrannt wird, was Abgase, die in die Atmosphäre kommen. Also lieber lokaler bleiben und den Zug nutzen zum Beispiel. Der Klimawandel ist präsenter denn je und jeder Einzelne kann und muss dazu beitragen, dass die Entwicklung ein positives Ende nimmt. Immerhin sind wir die allererste Generation, die die akuten Folgen des Klimawandels mitbekommen wird.